Guten Abend miteinander. Immer wieder neue Artikel ins Sortiment aufnehmen oder selber neue Produkte entwickeln gehört unter anderem zu den vielen Leistungen von Coop. Ein echtes Neuheitenerlebnis vermittelt Ihnen zum Beispiel Mezzo Mezzo. Eine neue Mischung, die von den Kaffeespezialisten bei Coop zusammengestellt, ausprobiert und für gut befunden worden ist. Mezzo Mezzo ist ein Kaffee aus hochwertigen Arabica-Sorten mit einem kräftigen, vollen Aroma. Das Neue an dem Kaffee ist jetzt allerdings, dass er 50% weniger Koffein hat als vergleichbare Sorten. Wenn Sie also zu denen gehören, die weniger Kaffee trinken sollten, aber einfach nicht darauf verzichten können, gibt es für Sie nur noch eins: Umsteigen auf Mezzo Mezzo. Die zweite Neuheit, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, kommt aus der Molkerei und ist ideal für alle, die auf die Schlanklinie schauen. Fit ist ein neuer Brotaufstrich, wie es ihn in der Schweiz bis jetzt noch nicht gegeben hat. Auf der Basis von Butter hergestellt, frisch und herrlich im Geschmack. Weil Fit im Becher abgefüllt ist, kann man ihn immer wieder gut versorgen und der Inhalt bleibt appetitlich und frisch. Wenn Sie jetzt also zu denen gehören, die die Brotscheiben gerne bestreichen, ohne es gerade wieder zu bereuen, gibt es für Sie nur noch eins: Umsteigen auf Fit und fit bleiben. Und weil aller guten Dinge meistens drei sind, darf ich Ihnen gerade noch mal eine praktische Neuheit in Erinnerung rufen. Der ausgewählte Fertigteig nämlich, den Coop Ihnen seit einiger Zeit als Blätterteig und als Kuchenteig anbietet. Wenn Sie also gerne schnell etwas Gutes backen wollen, ohne das mühsame Drum und Dran, gibt es für Sie nur noch eins: Umsteigen auf die ausgewählten Teig von Coop. Für alle, die gerne Reh haben oder die Spezialität möchten kennenlernen, ist das heutige Rezept sehr interessant. Für 4 Personen 500 Gramm Rehschnitzel, es kann auch gefroren sein, mit Öl bepinseln und eine halbe Stunde bis eine Stunde marinieren. Salzen und pfeffern und in der heissen Pfanne auf beiden Seiten 2 bis 3 Minuten braten. Dann mit ein bisschen Cognac beträufeln und flambieren. Und jetzt kommen wir schon zur Soße. Dazu brauche ich ein Glas Heidelbeere-Konfitüre, Senf, Rotwein, Rotweinessig, ein bisschen Cognac und ein paar Spritzer Tabasco. Ich lasse die Soße aufkochen und tue sie zum Schluss mit ein bisschen saurem Halbrahm verfeinern. Die feinen Rehschnitzel mit Heidelbeere-Soße begleiten Sie zum Beispiel mit Spätzli und Röseligöl. Dazu wünsche ich Ihnen guten Appetit. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 Liter Coca-Cola oder Coca-Cola Light statt 1,25 nur 90 Rappen. 100 Gramm geräuchte Rippli für nur 1,95. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Zweifel-Pommes-Chips in der Sparpackung Natur oder Paprika statt 4,95 nur 3,50. Brüsseler Chicorée im Büttel an 500 Gramm nur 1,70. Auf Wiedersehen!